Ja, ich wollte mir hier eine Spachtelmasse anrühren und die ist viel zu flüssig. Das wird wahrscheinlich alles gar nicht funktionieren. Ich habe mir nämlich gedacht, diese Kreise möchte ich gerne in so eine Struktur reindrücken. Vorher natürlich verteilen wie immer. Und ja, ich probiere es jetzt trotzdem aus, wobei ich halt denke, es wird nicht gehen. Die ist viel zu flüssig. Gieße es erstmal auf. Ja, es ist schön, damit zu arbeiten. Also ich kann lange hiermit arbeiten, aber sie ist halt für mein Vorhaben jetzt wahrscheinlich nicht geeignet. So, es war schon mal schön, aber jetzt teste ich mal, wie das hier überhaupt funktioniert. Also ich wollte hier so Kreise reindrücken. Ist jetzt so flüssig, dass es, ja, und auch viel zu dünn, dass es gar nicht geht. Ich hatte so eine schöne Idee, aber mal gucken, wenn ich das jetzt hier drauf drücke. Ja, ich kriege einen guten Abdruck, ja, aber es ist halt gar nicht so, wie ich das eigentlich mir gedacht habe. Okay, ist aber überhaupt nicht so, wie ich es will. Also ich streiche das einfach nochmal rüber. Das ist natürlich der Vorteil jetzt dieser Masse. Ich kann da schön lange mitarbeiten. Ich teste jetzt trotzdem nochmal das, was ich mir gedacht habe. Mal gucken. Irgendwas wird ja dabei rauskommen. Ist auf jeden Fall witzig. Es fließt nicht mehr ganz so zu. Also es ist schon ein bisschen fester geworden. Also die Muster sind schon wieder ein bisschen anders. Mal schauen. Naja, gut. Ist auch ein anderes schönes Muster. Kann man natürlich auch mal so machen. Ansonsten muss die einfach ziemlich dick sein, die Paste wahrscheinlich. Also die Masse. Nee, es bringt nichts. Ich habe eine tolle Idee gehabt. So. Aber es geht halt nicht. Heute nicht, vielleicht ein anderes Mal. Und deswegen schwenke ich jetzt irgendwie um. Ich schwenke um. Mal gucken, was jetzt hier entsteht. Mal gucken, ob ich überhaupt Knicke hineinbekomme. Selbst dafür wird sie wahrscheinlich jetzt zu weich sein, ja. Aber trotzdem, ich entdecke neue, andere, schöne Muster, die ich anders wieder gar nicht hinbekommen würde, wahrscheinlich. Heute kann ich es nicht nach draußen legen, da regnet es ein bisschen und deswegen lasse ich es eben hier trocknen und dann mische ich mir gerade mal Farbtöne an. Ich hatte nämlich eigentlich was anderes vor und jetzt ändere ich nochmal die Farben. Okay, das ist natürlich herrlich gerade. Es regnet, wie schön, das ist das schön. Das ist richtig, richtig schön. So, bei meiner neuen Farbidee brauche ich jetzt einen weißen Grund. Also meine Strukturpaste hat ja eine Farbe und deswegen färbe ich jetzt mal die Paste ein. Und ja, nach oben hin habe ich mir gerade so gedacht, will ich heller werden und deswegen muss es oben auf jeden Fall schön weiß sein. Ja, schön. Also gerade das liebe ich ja so. Und ja, es ist wie Regenwetter. Also das Wasser spült das alles so mit und wo dann so die Regenrinnen sind,
da fließt das Wasser eben dann auch längs. So haben wir beim letzten Mal auch schon gearbeitet. Also du siehst hier nochmal schön dieses Relief, was du ja jetzt hast und wie du es betonen kannst. Und ja, dieses Küchenwerkzeug eignet sich natürlich hervorragend. So, bevor ich meinen Kaffee hole, wollte ich dir noch mal kurz zeigen, wie es jetzt aussieht. Also ich finde es toll. Ich mag es total gerne. Also gerade diese vielen schönen Farben, das ist wie von alleine. Also es ist so einfach, sowas zu machen. Und es hat so eine schöne Farbwirkung, finde ich. Einfach machen, ne? Lassen wir es weiter fließen hier. Also, aber du siehst, so doll fließt es halt immer gar nicht. Man muss schon immer noch ein bisschen nachhelfen. Und da ist Wasser einfach unser größter Freund hier. Einfach an zu spielen. Also spiel einfach mit den Farben, mit der Struktur und guck einfach, was so passiert. Es hat auch sowas Entspannendes. Also kann man einfach immer zugucken, finde ich. So, es zieht er immer sehr schnell ein. Also hier ist die Farbe sehr dünn geworden und hier ist es noch ein bisschen nass. Also hier ist es noch nicht so getrocknet, aber einfach die Farbe hat sich da gesammelt. So, ich nehme jetzt noch mal eine andere Farbe, habe ich mir gerade überlegt. Das passt, glaube ich, hier ganz gut. Das ist ja so ein Rostton und die Farbkombi liebe ich ja. Das weißt du ja wahrscheinlich schon, wenn du meine Videos siehst. Die Farben finde ich immer sehr, sehr schön. Es hat für mich immer was von Meer, aber auch von so, ja, Rost und Metall. Finde ich ganz schön. Ach komm her, ich gieße hier auch einfach nochmal einfach was rein. Das ist mir sonst zu starr gerade. Die Arbeit ist so starr und zögerlich, wenn ich das so vorsichtig mache. Das nervt mich gerade ein bisschen. Deshalb muss ich es noch mal ein bisschen laufen lassen. Und gucke mal, ob das so in auch so ein bisschen dicker auch in die Linien läuft. Und ja, es läuft auch so den Linien nach, sehe ich hier gerade. Schau mal. Thank you.
Jetzt habe ich mir gerade überlegt, hier noch Türkis raufzubringen. Der Klecks wollte schon von alleine dahin. Ach, so Türkis, das passt ja eigentlich immer noch mal ganz gut. Noch mal so ein paar, ja, einfach auch noch mal eine andere Farbe. Und so ein paar Lichter reinbringen. Obwohl das hier jetzt ein bisschen zu dick ist, kann ich dann noch mal wegwischen. Ja, und dann lasse ich es erstmal so. Dann muss es auch wirklich erstmal durchtrocknen. So, es hat aufgehört zu regnen. Es kam sogar die Sonne wieder durch. Und ja, ich hatte hier sehr viele andere Farben mir hingestellt. Und auch andere Grüntöne und Türkistöne und so. Aber gut, ich bin dann, ja, habe einfach meinen Plan losgelassen und hatte viel Spaß und habe es fließen lassen. Also es hat Spaß gemacht, mit den Farben zu malen und ja, es sind eh auch so Lieblingsfarben. Ich hoffe, man sieht das nachher im Video. Und ja, so Rosttöne, Kupfertöne, Metalltöne, so dieses Grau da drin, das finde ich immer ganz schön. Und trotzdem ist es nicht so kalt, sondern ist trotzdem eine warme Farbe. Also wie immer, einfach machen. Egal, auch wenn es mal nicht so läuft. Mach einfach weiter. Ich finde, das hilft immer. Dann nicht zu verzweifeln, sondern die Sonne wird auch irgendwann wieder rauskommen. Also auch wenn es mal nicht so gut läuft. Ja, manchmal ist das so, da machen wir irgendwas und man weiß vorher eigentlich schon, dass das nicht hinhaut. Ich finde es gut, wenn man dann trotzdem macht, also trotzdem im Machen bleibt, denn sonst fängt man an zu stocken und dann fängt man an und hört wieder auf, fängt man an, hört man auf und dann ist man total gefrustet und es haut gar nichts mehr hin und man zweifelt an all seinem Können. Das kenne ich zumindest und vielleicht hast du auch schon die Erfahrung gemacht. Also ich finde immer, dass der Zauber des Lebens und der Kunst, also diese Momente, in denen wir loslassen und dem Fluss einfach vertrauen, darin liegt eine besondere Schönheit, eine Chance zum Wachsen. Also in diesem Sinne, lass uns gemeinsam mutig sein, lass uns unsere Fehler umarmen und sehen, wohin sie uns führen. Hab einen ganz schönen Sonntag. Schön, dass du hier bist. Und abonniere gerne meinen Kanal. Danke dafür. Danke für dein Like. Danke für dein Abo. Und jetzt hab einen schönen Sonntag. Tschüss.